meine Lieben, hier ist Kali S. von Kreatives Leben. Der Sommer ist ja bald fertig und entsprechend ist auch mein Art Journal Summer School Art Journal zu Ende gegangen und das wollte ich euch zeigen, wie das aussieht. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie ich es hergestellt habe und hier sind, ist das Resultat. Ich werde versuchen, euch ein bisschen zu sagen, was entstanden ist, damit ihr ein Gefühl bekommt, ob das für euch eventuell ein Kurs sein könnte. Hier, das ist Wasserfarben, das liebe ich ja ganz heiß. Das ist von der Marike selbst. Der Kurs ist ja zu 50% von Marike Blockland gemacht und der Rest ist von anderen Künstlerinnen. Und soweit ich die Namen weiß, werde ich sie euch sagen und sonst erzähle ich einfach. So, das war keine effektive Seite, sondern da hatte sie eine Bonuslektion gemacht über Schrift und so kleine Zeichnungen und weil ich ja gerne Wasserfarben mache, habe ich dann das dann auch übernommen und gemacht. Hier, das war glaube ich die erste Seite von ihr, das ist auch wieder von der Marike und hier war das Thema Go Flamingo bzw. Flamingos, wie kann man Flamingos relativ schnell zeichnen. Ich fand vor allem die Blätter interessant, die haben es mir angetan, die Flamingo, ja, warum nicht, sage ich jetzt mal. So, das war jetzt von einer anderen Künstlerin, das ist, glaube ich, die Iris, die das gemacht hat und das ist ganz ein anderer Stil, das ist alles mit Acrylfarben gemacht und hier noch mit kleinen Klebern. Wenn ihr den Kurs selbst gemacht habt, ihr werdet sehen, ich habe das natürlich auch immer ein bisschen selber interpretiert. Das ist ja nicht immer ganz, ganz genau so, wie die Stunde ausgesehen hat. Ne? Das ist ja wieder von der Marike und hier sehr viel mit Grau und Rosa und so weiter. Das sind, also alle Seiten sind mit den gleichen Farben entstanden. Also aus der Idee heraus, wenn man in den Ferien ist, nimmt man ja nicht so viel, hat man nicht so viel dabei und deshalb hat man immer die gleichen Farben und die gleichen Produkte dabei. So, das war jetzt eine andere Seite, das ist wieder von der Marike, das sind ihre Blümchen. Ich glaube, das ist das erste Mal, die kommen glaube ich nochmal vor, weil sie diese Blumen so toll fand und hat sie dann mehrmals benutzt. So, die Seite mag ich eigentlich sehr gern. Also ihr habt wahrscheinlich schon erkannt, was sind denn die die Farben, die ich dabei hatte, es war pink, es war grün, es war türkis, es war ein kleines Rosé. So, das, da muss ich vielleicht ein bisschen was sagen, die Lektion war auch von der Marike, aber ihre Lektion sieht ganz anders aus. Sie hatte uns gebeten, ein bisschen auf Street Art zu achten und da sind drei Figuren, die ich in Berlin gefunden habe und die fand ich schon immer klasse, die hatte ich fotografiert und ich habe beschlossen, die mehr oder weniger nachzumalen und es gibt Kleinigkeiten, die nicht genauso aussehen wie der Künstler, der ursprüngliche Künstler das gemacht hat, aber das fand ich doch ganz cool und ich fand das auch passend zum Thema. So, das ist auch noch an der Lektion von Marike, hier ging es mehr so skizzenhaft, so eine kleine Grafik zu erstellen über sich mit Zahlen und so weiter, das ja habe ich auch gemacht. Das ist aus Wasserfarben, kleines Gesicht, ja, auch das war eine andere Lektion. Das ist von der Mistel und das ist von unserer Andrea Gomoll, Entschuldigung. Es sieht nicht nach ihr aus, weil ich meine eigenen Gesichter gemacht habe, aber die Idee und so weiter, das stammt schon von ihr. So, das fand ich auch, das ist von der Ray Missingman. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsseiten. Hier erkennt man also wieder die gleichen Farben, dieses Pink und dann Rosé, Rosa und dann Türkisgrün, auch ein bisschen Rot. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da ging es um eine Postkarte, das habe ich jetzt einfach nur ein bisschen größer gemacht in meinem Art Journal. So, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, welche Künstlerin das gemacht hat. Hier aber auch wieder so ein Gesicht von mir und der Rest mit Wasserfarben ergänzt sozusagen. So,
Das ist jetzt wieder von der Marieke. Das ist ja auch so ein bisschen ihr Stil mit diesem Schwarz und Rot. Und hier war es das Thema ein bisschen mit den... also hier erkennt ihr wieder die Blumen, die sie vorher gemacht, die wir vorher gemacht hatten. Und hier mit einem Schloss. Ja, witzig, anders und trotzdem ein bisschen mit meinem eigenen Stil, mit meinem Haarfrisur, die ich ja gerne mache. So, und das ist das Problem, wenn man nicht gebunden hat und nicht zusammen, also nichts zusammengetan hat, dann geht das nicht so gut. Das war so nach einem Matisse-Bild. Ich finde die Kombination von Schwarz und Weiß sehr super spannend. Leider ist hier von der anderen Seite was dazu zugekommen, aber eigentlich ist das ganz weiß und dann diese wenigen Farben finde ich eigentlich sehr reizend. Gefällt mir sehr gut. Das ist, glaube ich, auch nach einem Maler, aber ich glaube Chagall oder Impressionisten grundsätzlich. Ja, nicht unbedingt meine Lieblingsseite, sage ich jetzt mal. Das ist wieder von der Marieke. Da ging es darum, irgendeinen Spruch, den man überhört hat, aufzunehmen. Ich habe eigentlich einen Spruch, den ich mal in Paris gesehen habe. Danser, chanter, s'aimer, also tanzen, singen und sich lieben. Und das fand ich irgendwie, ja, so wäre das Leben schön. So könnte es sein, ganz einfach. So, das ist wieder etwas von der Marieke. Das ist eigentlich auch eine meiner Lieblingsseiten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Das ist eigentlich alles grau und schwarz und weiß. Das finde ich eigentlich super. Und doch gibt es ein bisschen grün dabei. Hier ist Rose leider dazugekommen, aber das vergesst mal. Ich finde die Kombi sehr, sehr spannend. Und dadurch, dass das Grün ganz zart ist, kriegt das eine unheimliche Leuchtkraft. Ja, auch nicht so das Traditionelle, was ich so mache, aber wie gesagt, man lernt jeden Tag dazu. Das ist schon eher mein Stil. Ich mag es ja bunt. Hier ging es ja darum, ein bisschen auch ein Foto da in Szene zu setzen und von einem Spaziergang. Ich war genau in der Woche, wo wir das gemacht haben, in Brügge bei einem Art Retreat und das war so auf meinem Weg immer. Ich bin jeden Tag eine halbe Stunde hingelaufen, habe ich das gesehen, habe ich das auch fotografiert und auch diese kleinen, ja, Federn gefunden. So, das ist von Dina Wakely. Das ist nicht meine Lieblingsseite, muss ich ehrlich sagen. Ja, gefällt mir nicht so. Aber wie gesagt, man probiert mal was aus und dann weiß man, was einem gefällt und was nicht. Das ist wieder von der Marieke. Das ist mir auch nicht so gelungen. Da habe ich versucht, zwei Bilder zusammenzukriegen. Das Bild für sich könnte stehen, das könnte auch stehen, aber wenn das hier von den Proportionen nicht passt, habe ich nicht ganz sauber gemacht, obwohl ich mir da Hilfslinien reingenommen habe. Aber das da müsste eigentlich, also das Haus müsste viel größer sein und das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Habe ich nicht gemacht, mein Fehler. Ja, aber der Teil ist nicht so schlecht. So, das ist wirklich ganz spontan. Ich hatte noch eine Doppelseite frei und Marieke hatte eigentlich gesagt, es gibt noch eine Bonussektion. Da hat sie aber eigentlich eher durch ihre Journals ein bisschen uns geführt. Und da habe ich eine Seite gefunden, die mich sehr angesprochen hat aufgrund der Farben, weil es da Pink gab und Blau und Schwarz und Weiß. Und dann habe ich das als Anlass genommen, hier so eine blau, pink, schwarze, weiße, goldene Seite zu machen. Finde ich nicht so schlecht, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das mache ich sicher nochmal von den Farbenkombi. So, und das ist dann die letzte Seite. Das ist, ja, vielleicht auch nicht unbedingt meine Lieblingsseite. Aber jeder hat einen anderen Stil und man lernt ja immer von anderen. Man lernt ja auch, wenn das Gelernte ist, das mag ich nicht, ist es ja auch sehr hilfreich. So, das war's eigentlich. Nächstes Jahr findet ja wieder ein Kurs statt, 2019. Wenn ihr Lust bekommen habt, an diesem Kurs teilzunehmen, dann werde ich sowieso einen Link zu Mariekes Seite unter dem Video haben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Channel. Tschüss.